Hey Leute, was geht? Tyson wieder hier für Athletic Statics und im heutigen Video geht es um die beste Brustisolationsübung der Welt, die Chest Flies, Freunde. Und zwar möchte ich mit euch so ein bisschen durchgehen, generell so die Funktion der Brust, also wie kann man eine Brust isoliert trainieren oder kann man gewisse Teile der Brust isoliert trainieren und wenn ja, wie oder warum? Dann, wie wird der Chest Fly im Optimalfall ausgeführt, beziehungsweise wie führe ich ihn aus und wie könnte man ihn sogar noch effektiver machen? Also wir gucken uns so ein bisschen die Feinheiten an und was man eventuell auch falsch machen kann und vermeiden sollte, wenn man eine gesunde Schulter haben möchte und in 2 Monaten nicht mit einem Impingement zu Hause im Stuhl sitzen möchte. Also ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ihr habt es gerade schon gehört, ich selber mache den Chest Fly bei mir selber auch im Training. Ich habe im Moment nur Bankdrücken drin. Ne, für als Power-Movement und dann als Brustisolationsübung den Chest-Fly, weil es hier in der Halle einfach gut umzusetzen ist. Wir haben hier den Kabelturm und es ist einfach eine richtig geile Übung, um Volumen zu stacken, Arbeit in den Brustmuskel reinzubekommen und den zum Wachsen zu bringen. Also wunderbares Ding. Kurz zur Funktion der Brust. Also oft bekommt man immer noch die Frage, ob man jetzt die obere Brust speziell trainieren kann, die untere Brust speziell trainieren kann. Und ja, kann man. Das ist an sich ganz einfach zu erklären. Ihr müsst euch, also mit jedem Muskel auch, ihr müsst euch immer vorstellen, ihr habt Gelenke, also jetzt hier das Schultergelenk, und die kann man ja in gewisse Richtungen bewegen. Und ihr müsst euch fragen, warum? Verantwortlich dafür sind Muskeln, die haben immer einen Ansatz und einen Ursprung, oder einen Ursprung und einen Ansatz. Zum Beispiel bei der Brust ist es so, wir haben hier einmal einen Ursprung am Schlüsselbein, also hier oben entspringt ein Teil der Brust. Dann haben wir einen Ursprung am Brustbein, hier in der Mitte, da wo die Brust dann quasi endet auf beiden Seiten. Und wir haben einen Ursprung hier unten an den Rippen und quasi geht der auch noch so in die Bauchsehnenplatte rein. Also auch hier unten haben wir einen Ursprung. Und der Ansatz ist hier innen am Arm. So, entsprechend, wenn ich den Arm natürlich nach oben hebe, kann das ja nicht der untere Teil machen, weil der würde ja nach hier ziehen. Das heißt, wenn ich den Arm nach oben hebe, habe ich primär die oberen Fasern, weil das die einzigen Fasern sind, die wirklich so verlaufen. Das heißt, die übernehmen jetzt hier primär diesen Teil der Arbeit. Natürlich jetzt mit der Schulter, wenn ich nach oben nach hier gehe. Der mittlere Teil hingegen, wenn ich jetzt nach hier ziehe, ist das natürlich primär der mittlere Teil, als auch der untere, als auch der obere, weil alle jetzt hier in die Richtung so eine gewisse Kraft erzeugen können. Aber primär natürlich der mittlere Teil. Und nach unten ist es natürlich primär der untere mit dem mittleren und der obere ist hier oben eher weich. Wohingegen, wenn ich nach oben ziehe, der untere eher weich ist. Weil die sich ja mehr oder weniger sogar nicht ganz entgegengesetzt sind, weil es ja wie so ein Trichter ist. Aber wenn ich nach hier ziehe, kann der Teil natürlich nicht voll mitziehen, sonst würde ich ja wieder mit dem Arm hier in der Mitte ankommen. Ne? Also, und das habt ihr bei ein paar Gelenken, wenn das Ding gefächert ist oder so ein Muskel gefächert ist, dann je nach Richtung spannen natürlich gewisse Muskelfasern mehr an als andere, beziehungsweise zum Teil einige gar nicht. Ne? Also ganz klar, man kann die obere Brust gezielt ansteuern, man kann die mittlere Brust in Anführungszeichen gezielt ansteuern und die untere. Das ist ja die Funktion des Muskels. So, und ihr seht das hier auch ganz schön, denke ich, wenn ich hier nach oben gehe, wie der Teil hier anspannt, also ich weiß nicht, ob man das sieht, und wenn ich hier nach unten gehe, also warte mal, so wie der obere Teil nicht so sehr anspannt. Und das Ganze gucken wir uns jetzt beim Chest Fly mal an. Also, ich habe ganz gerne 2 Varianten, die Sinn machen, das Ganze auszuführen. Und einmal ist das die mittlere, also quasi, wo man die komplette Brust drin hat. Und man kann es von unten nach oben machen. Das gucken wir uns gleich an. Von oben nach unten finde ich nicht so sinnvoll, weil die untere Brust haben wir eigentlich eh schon immer drin. Wenn wir Bankdrücken, sage ich mal, mit der Schulterblattposition hinten machen, dann haben wir sowieso schon sehr viel untere Brust mit drin. Entsprechend brauchen wir die jetzt nicht noch isoliert trainieren. Meistens leckt die obere Brust. Ich mache es bei mir derzeit einfach für die gesamte Brust, weil mir das nicht ganz so wichtig ist, ob jetzt die obere hinterherhängt oder nicht. Ich will einfach Volumen reinbekommen. Entsprechend habe ich das hier ungefähr etwas unter Schulterhöhe aus folgendem Grund. Wenn ich jetzt hier nach vorne gehe, zack, 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 erstens bin ich nochmal einen Ticken tiefer und ich kann jetzt von hier quasi das so leicht nach oben ziehen und durch den Winkel habe ich dann quasi hier mehr oder weniger die gesamte Brust drin, also so ein bisschen drücke ich, also in dem Winkel. Ich mache nicht ganz den Winkel, sondern den, deswegen habe ich das ein bisschen tiefer, dass ich genau in dem Widerstandswinkel heben oder nach vorne ziehen kann. Und jetzt ist es halt wichtig, wie führen wir das Ganze aus? Also erstmal die beiden Griffe natürlich, zack. Und wie beim Bankdrücken auch, das machen wir am besten vorher, ist beim Schulterdrücken, bei den Chest Flies auch wichtig, was die Schulter macht.
Ne? Also wenn wir hier sind, wir gucken immer, dass die Schulter unten bleibt. Das heißt, wir wollen nie in die Position kommen, wo quasi sich das Schulterdach hebt und die Schulterblätter nach vorne kippen, weil dann sind wir immer anfällig und destabil im Schultergelenk. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir uns hier die Bizepssehne anreißen oder eine Rotatorenmanschette, vor allem wenn wir jetzt frei Fleiß machen, nochmal größeres Risiko als beim Bankdrücken, weil wir mehr stabilisieren müssen, dass wir uns die Rotatorenmanschette irgendwo anreiben. Nicht so nice. Das heißt, so viel Kontrolle wie möglich, das heißt Schulterblatt unten. Wir gehen hier in den vollen Stretch nach hinten. Arme sind leicht gebeugt. Ich habe die Arme dabei nicht gestreckt, um jetzt hier nicht unnötig Belastung auf dem Bizeps zu haben in der Überstreckung, sondern leicht gebeugt, immer Spannung drauf. Und dann gehen wir quasi in die volle Abduktion der Brust. Denn hier auch nochmal zur Funktion der Brust, habe ich am Anfang völlig vergessen noch. Die Funktion der Brust ist eine Adduktion des Arms, das heißt ein Heranführen. Eine Adduktion und, weil ja hier der Ursprung ist und hier der Ansatz, interne Rotation. Also zieht den Arm intern rein. Das heißt, das hier extern ist die Endposition und das hier intern wäre die Endposition auf der Seite. Und ihr seht ja hier, der Arm ist jetzt intern gezogen. Das ist für uns gleich noch wichtig. So, das heißt, das Einzige, was wir machen können, wir nehmen den Griff, Schulterblätter kontrolliert unten, nicht hier oben, kontrolliert unten, gehen hier quasi in die Dehnung rein. Was ich ganz gerne mache, ist parallel stehen zueinander. Also ich stehe nicht gerne so oder so, einfach um keine Disbalance zu entwickeln, sondern gleichmäßig zu stehen. Gucke, dass auf beiden Seiten die Belastung ungefähr gleich ist. Arme leicht angewinkelt, Schultern bleiben unten. Und dann ziehe ich nur bis hierhin, bis sich meine Hände hier vorne bewegen. Und dabei halte ich die Schulter kontrolliert unten. Und arbeite hier quasi nur über die Adduktion bis zu dem Punkt, gehe hinten immer in den vollen Stretch, der halt möglich ist, wenn ich mein Schulterblatt unten halte. Wenn ich das löse, kann ich natürlich auch noch weiter. Das machen wir aber nicht, wir halten es unten. Also ich hoffe, man sieht das hier. Unten. Und dann komme ich eben nur bis zu dem Punkt. Ist ganz wichtig, dass ihr diese Spannung nicht löst. Und dann hier wieder in die Adduktion geht und ihr seht, wie die Brust arbeitet. So, und ihr seht, ich gehe jetzt quasi nur bis zu dem Punkt. Ich habe gerade eben gesagt, die Adduktion geht bis hierhin. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, die Übung effektiver zu machen. Ich persönlich mache es nicht. Ich mache es dann einfach über ein bisschen mehr Zusatzvolumen wett. Also ich investiere einfach ein bisschen mehr Zeit oder nehme ein bisschen mehr Gewicht. Wenn ihr aber jetzt Bodybuilder seid und da die maximale Peak-Kontraktion haben wollt, dann nur, damit ihr es gesagt bekommen habt, kurzerhand, was ihr machen könnt, ist die Dinger hier nehmen und dann einfach nicht die Hände zusammenführen, sondern versuchen, die Ellenbogen zusammenzuführen. Und ihr seht, ihr kommt weiter nach vorne. Also wenn ihr jetzt hier die Ellenbogen eher zusammenführt, habt ihr mehr Kontraktion, als wenn ich natürlich hier nur die Hände zusammenführe. Das letzte Stück noch. Und wenn ihr ganz ausgefallen seid und Zeit mitgebracht habt, könnt ihr Folgendes machen. Hier fangt ihr an. Und jetzt habt ihr hier quasi bis hierhin eine komplette Kontraktion und mehr geht auch nicht. Also wenn ihr wirklich sagt, hey, ich will da einen richtig geilen Pump haben, ein richtig geiles Gefühl. Und hier merke ich selber jetzt auch, wie das hier anfängt zu krampfen, weil ich das gar nicht gewohnt bin. Aber das einfach nur auch zur Funktionsweise, dass ihr so ein bisschen versteht, das wäre die komplette Range of Motion für die Brust. Und also das könnt ihr mal gerne ausprobieren. Es ballert hart. Ich selber mache das aber nicht. Ich mache das, wie gesagt, so, wie ich das eben gezeigt habe. Einfach als Zusatzübung. Schulterblätter bleiben unten. Bam! Halt es hier vorne schön. Auch kontrolliert. Bam! Aber für die Leute, die, sag ich mal, was Neues haben wollen, mal vielleicht einen neuen Reiz ausprobieren wollen, macht man das auf der einen Seite. Das knallt hier richtig, richtig krank rein. Und jetzt würde ich euch gerne noch das zeigen mit dem Thema obere Brust. Ne? Da müsst ihr natürlich dann auch drauf achten, wenn wir das Thema ansteuern, wenn das nicht andere Muskelgruppen reinkommen. Denn wenn es darum geht, jetzt hier nach oben zu führen, haben wir natürlich auch die Schulter, die den Arm ebenfalls mit nach oben führen kann. Das heißt, ich bin nicht ein Fan davon, den Winkel zu steil zu machen, also jetzt wirklich so reinzuziehen, weil dann die Gefahr besteht, dass man sehr viel vordere Schulter mit drin hat, sondern ich habe das gerne ein bisschen moderater, vielleicht in so einem Winkel, dass ich immer noch prima die Brust drin habe. Müsst ihr euch so ein bisschen rantasten. Ich habe es jetzt hier mal
auf die Höhe hier gemacht. Ihr seht es ja ungefähr. Und hier wäre die Idee jetzt auch, quasi der Winkel arbeitet jetzt so gegen mich. Ich würde sogar tendenziell noch eins höher machen, merke ich gerade. Das ist mir sonst zu tief. So. Genau. Das sieht schon gut an. Brust raus, auch Schulterblatt bleibt unten und dann zieht ihr quasi hier in diesem Winkel jetzt das Gewicht nach oben. Und auch hier gilt, mehr Kontraktion wäre natürlich den Ellenbogen versuchen nach vorne zu bringen. Beziehungsweise auch die isolierte Variante hier stehen. Und auch hier seht ihr wieder, ne, über den kompletten Bereich Peak-Kontraktion. Boah. Bietet sich, denke ich mal, vor allem für die Leute an, das einzeln zu machen, die jetzt nicht die gesamte Brust hier nochmal mitballern wollen, sondern die wirklich sagen, hey, die obere, da habe ich echt ein Defizit. Weil wenn ihr das einzeln macht, habt ihr natürlich nochmal ein viel besseres Gefühl und eine Muscle Connection, um hier oben reinzukommen, zu sagen, okay, das knallt jetzt hier wirklich richtig schön am Schlüsselbein. Könnt sogar ein bisschen fühlen, so ein bisschen tasten so. Und das hilft meistens Leuten, die jetzt keine gute Motorik haben oder noch keine gute Motorik oder kein gutes Gefühl, da wirklich ein Gefühl reinzubekommen. Und dann vielleicht auch den Unterschied zu ziehen zu, boah, das ist jetzt mehr Schulter, boah, das ist jetzt mehr Brust. Das ist auch so ein Ding, wenn ihr die Übung hier oben macht, achtet darauf, dass ihr die Schulter unten haltet, hab ich ja schon gesagt. Und wenn ihr Schulterprobleme bekommen solltet, dass ihr sie auch möglichst weit hinten haltet. Also für gewöhnlich ist es so, dass man beim Chestfly die Schulter nach vorne kommen lässt, weil dann ist es einfacher, hier eine Kontraktion zu erzeugen. Wenn ich die Schulter jetzt hinten lasse, nehme ich ja Spannung raus, seht ihr? Also dann kann ich quasi nur noch bis hierhin adduzieren, komme ich auch nicht weiter. Wenn ich die Schulter nach vorne nehme, komme ich weiter, ne? Habe also mehr Spannung auf der Brust. Wenn jetzt jemand aber starke Schulterprobleme hat, sollte er das vielleicht wissen, dass er dann vielleicht eher hinten bleiben sollte, also noch kontrollierter, wie beim Bankdrücken auch, hinten unten mit dem Schulterblatt und eben nicht nur unten und eventuell dann auch vorne. Und das ist auch so ein Ding, was ihr nicht machen solltet, Schulterblatt unten und vorne, Schulterblatt oben. Das hier dürft ihr nicht machen. Erstens, ihr nehmt hier, seht ihr ja die Spannung von der Brust runter, also wenn ich jetzt hier bin, bam, Spannung, Schulterblatt, weniger Spannung und mehr Spannung auf der Schulter und gleichzeitig haben wir hier wieder diese blöde Position, dass sich eventuell was entzündet oder was reibt und das wollen wir schleunigst vermeiden. Habe ich was vergessen, Daniel? Nee, ne, ich denke, wir sind durch, die Arme fallen bald ab. Also Freunde, das ist mein Take zum Chestfly. An sich eine Isolationsübung braucht man gar nicht viel zu sagen. Ja, man kann die obere Brust isolierter ansteuern, man kann da auf jeden Fall Defizite ausarbeiten. Ich feiere die Übung extrem, ich mache sie aber wie gesagt nur bis hierhin, dafür ein bisschen mehr Volumen. Ich mache jetzt hier nicht die Ellenbogen zusammen oder so. Das eine, muss ich gerade ehrlich sagen, habe ich jetzt zum ersten Mal gemacht. Ballert mies, Freunde, also ordentlich. Aber werde ich bei mir selber im Training auch nicht umsetzen. Nur, dass ihr das wisst, ein bisschen einschätzen könnt, wie ich damit umgehe. Könnt ihr aber gerne natürlich ausprobieren, weil knallt wirklich. Und ja, ich hoffe, ihr konntet das mitnehmen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Peace.